willkommen. Hier ist wieder die Jenny aus dem Allgäu und ihr seid bei meinem Podcast Wolliges Geplauder gelandet. Ja, es geht wieder ums Stricken. Ich habe auch nur gestrickt, was anderes kann ich euch nicht zeigen. Und ja, wie ihr im Hintergrund seht, es ist die diesjährige Weihnachtsfolge, deswegen auch mit weihnachtlichem Ambiente. Meinen Christbaum habe ich letzte Woche aufgestellt und inzwischen geschmückt. Ihr könnt ihn jetzt loben. Und normalerweise bei uns im Allgäu gibt es den Brauch des Christbaums loben. Ich weiß nicht, ob das woanders auch der Brauch ist. Wenn man den Christbaum lobt, ist es eigentlich völlig nebensächlich, ob der jetzt tatsächlich schön ist oder nicht. Wichtig ist, dass man hinterher einen Schnaps drauf trinkt. Und es ist tatsächlich so, dass in manchen Gemeinden die Nachbarn dann von Haus zu Haus ziehen am ersten, zweiten, dritten Weihnachtsfeiertag und sich gegenseitig den Christbaum loben und dann irgendwann wird es halt eine recht feuchtfröhliche Runde. Naja, dieses Jahr mit dem bösen C-Wort ist es wahrscheinlich etwas eingeschränkt, aber ihr dürft gerne meinen Christbaum loben und bekommt von mir dann einen virtuellen Schnaps zugeschickt, wie es bei uns im Allgäu halt so Brauch ist. Ja, die Folge werde ich nennen Hoch und Tiefs vor Weihnachten, weil ja, bei mir ist in den letzten Wochen sehr viel passiert. Ich hätte auch gerne ein bisschen früher schon aufgenommen, aber ja, das Leben hat mal wieder voll zugeschlagen und fange ich bei den Tiefs vielleicht an. Ich möchte auch nicht mein Privatleben hier so vor euch ausbreiten. Ihr seid ja auch da, um schöne wollige Sachen zu sehen. Übrigens ist das ja eine Werbesendung. Genau, es ist eine Werbesendung, weil ich ja, Wolle, Anleitungen, Stricknadeln und sonstiges alles in die Kamera halte und dafür seid ihr jetzt nochmal vorgewarnt. Ja, aber ja, Tiefs zu Weihnachten, also ich will das jetzt nicht ausbreiten, aber es war einfach, dass in meiner ganz, ganz nahen Umgebung jemand schwer erkrankt ist und das hat mich ziemlich mitgenommen und ja, aber ein Hoch ist dann, es geht schon wieder aufwärts und besser und ja, so dass ich Weihnachten dann doch relativ entspannt feiern kann und ja, also auf jeden Fall war einfach wieder einiges los vor Weihnachten, wie auch in den letzten Jahren bei uns. Bei mir kommt immer ein Tiefschlag vor Weihnachten, ein privater. Ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge und ja, man muss einfach da durch, aber gut. Wie gesagt, es ist alles wieder auf dem Weg zum Guten und ich glaube, es wird dann auch wieder alles, zumindest fast so, wie es vorher war, denke ich mal. Gut, hoch natürlich. Ja, wenn ein Tief da ist, kommt auch ein Hoch. Einmal natürlich, dass es der Person wieder gut geht. Und ein Hoch ist natürlich die 3000 Abonnenten, die ich geschafft habe. Ich bin ja völlig platt. Ich habe da schon eine ganze Weile nicht mehr drauf geguckt und dann irgendwann gucke ich mal drauf. Und dann sehe ich, wow, über 3000 Abonnenten. Wow, super. Ihr seid echt klasse und es freut mich wahnsinnig, dass mir so viele zuschauen. Und ja, anscheinend es auch gefällt, was ich hier so von mir gebe und labere und zeige und stricke. Und ich habe auch von meinem letzten Video total viele schöne Rückmeldungen bekommen, die ich hoffentlich alle beantwortet habe, mehr oder weniger. Ich glaube vom letzten Video schon, wo noch einiges aussteht, ist für Stricksex in 2021. Da sage ich auch noch was dazu, das gehört auch so zu den Hochs in dieser Zeit. Ja. Also das hat mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut und da ich ja bei meinen 2000 Abos, das ging auch so irgendwo an mir loop vorbei, da habe ich nichts verlost. Ich möchte diese Folge dann, oder ich möchte dann eine Verlosung noch machen, weil es mich einfach so freut und weil ich auch euch ein bisschen was zurückgeben möchte, dass ihr mich so fleißig schaut. Da komme ich aber dann am Ende der Folge dann noch dazu. Man muss es ja ein bisschen spannend machen. Ja, dann letzter Punkt, bevor ich in meine Projektpräsentation starte. Ein hochtrabendes Wort für ein bisschen Gestricksel. Ja, noch zu dem Auftakt von Stricksex in 2021.
Ihr habt ja da das Video vielleicht gesehen. Wer es nicht gesehen hat, das muss jetzt ja auf meinem Kanal irgendwo zu finden sein, wo ich das alles genau erkläre. Werde ich jetzt natürlich nicht nochmal genau erklären. Es ist nur so, dass es anders abläuft wie in den vergangenen 2 Jahren. Und ja, es hat mich total gefreut, weil so viele schöne positive Rückmeldungen gekommen sind. Ich war mir ja da so ein bisschen unsicher, ob das euch gefällt oder nicht. Aber ich glaube, es kommt auch ganz viel Rückmeldung, ganz viel, dass da auch mitmachen. Ja, da muss ich noch auf ein paar Nachrichten antworten, vor allem auch auf die E-Mails. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, wird aber bald erfolgen. Und die WhatsApp-Gruppe werde ich erst gründen, wenn ich die erste Zahl oder die erste Aufgabe ziehe. Das sage ich dann auch im Video und da schicke ich dann so einen Einladungslink in die Gruppen, in denen ich bin. Oder wenn ihr mit mir in keiner Gruppe zusammen seid, dann die Telefonnummer schicken. Manche haben es auch schon gemacht und ihr bekommt dann, sobald die WhatsApp-Gruppe existiert, werde ich euch dann den Link schicken und dann können wir da gemeinsam starten. Aber ihr müsst nicht in die WhatsApp-Gruppe, um Gottes Willen. Man kann natürlich da auch einfach so mitmachen, aus Spaß an der Freude. Aber alles Nähere in diesem Video, das möchte ich jetzt nicht wiederholen, weil das sonst hier den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Ja, gut, dann, was habe ich gestrickt? Ich bin natürlich voll und ganz in meiner Weihnachtsproduktion und ja, ich bin gut vorangekommen, aber es ist natürlich auch so, wie immer, ein bisschen mehr Zeit hätte schon noch gut getan. Also ich muss mich jetzt schon schicken, dass alles noch fertig wird. Wir haben heute den Montag, den 22., 21., also auf jeden Fall Donnerstag ist Heiligabend und heute ist Montag. Also ich habe jetzt noch 3 Tage Zeit, aber ich habe jetzt auch nicht mehr ganz so viel zu tun. Und mir hängen die Socken, ehrlich gesagt, zum Hals raus. Ich bin ja keine große Sockenstrickerin und jetzt habe ich mir an Weihnachten vorgenommen, 1, 2, 4 Paar Socken zu stricken. Die notorischen Sockenstricker unter euch sagen, boah, das ist doch kein Problem, das haue ich in 1, 2 Wochen raus. Also für mich ist das schon eine Aufgabe, ganz ehrlich, weil ich halt einfach auch lieber andere Sachen stricke. So Socken mal zwischendurch ist in Ordnung, aber nur Socken. Nein. Aber egal. Ich zeige euch jetzt mal das, was fertig geworden ist und fange erstmal an mit den Nichtsocken. Und fertig geworden ist eine Mütze von Donna Smith, ist die Anleitung, soweit ich es richtig im Kopf habe. Die heißt Barblé Hat und ihr kennt die sicherlich, das ist die mit den bezaubernden Schafen drauf. Und die habe ich für einen jungen Mann gestrickt und die schaut so aus. Gestrickt habe ich sie aus der Drops Charisma. Ich habe es jetzt einmal gewaschen. Die ist jetzt eigentlich auch recht angenehm, finde ich. Ich weiß nicht, ob er es so trägt. Wenn Beschwerden kommen, dann würde ich da noch ein Vlies reinnähen. Dann ist es noch ein bisschen dichter und vielleicht angenehmer zu tragen. Die wird auch noch recht groß sein, schätze ich mal. Aber man kann den Rand hier wirklich ganz gut umschlagen. Dann sind halt die Schafe ein bisschen verdeckt. Aber so wird sie auf jeden Fall eine Weile dann auch passen. Den Bobble oben, der ist jetzt, der muss ich mal gucken. Also der ist jetzt relativ, entweder muss ich den noch ein bisschen besser festnähen, dass er besser drauf sitzt. Ich glaube, das werde ich noch machen, weil so, ja, taugt mir das nicht so. Aber ich glaube, da frage ich erst nochmal, ob der überhaupt so gewünscht wird. Ansonsten würde ich den wirklich hier, glaube ich, so richtig fest an den Seiten nähen, sodass das dann halt, oder ich mache das gleich. Aufmachen kann man es vielleicht immer noch. Vielleicht mache ich es gleich mit ein bisschen den Kontrastfarben, dass man das zur Not dann auch ganz gut auftrennen kann. Aber ansonsten finde ich die total süß, diese Mütze mit diesen Schafen. Und ich glaube, ich muss mir die auch noch stricken. Das ist ja eigentlich eine Anleitung, glaube ich, für Erwachsene. Und ja, also ich finde die total, total hübsch. Ja, das ist also ein Weihnachtsgeschenk, das fertig geworden ist. Und ja, da bin ich gespannt, wie sie bei dem neuen Eigentümer ankommt. Gut, dann das zweite ist kein Weihnachtsgeschenk. Oder ich weiß noch nicht, ob es ein Weihnachtsgeschenk ist. Das ist unser Adventskunkel-Karl. Oh, was ist jetzt runtergefallen? Ah,
man nur Nadeln. Nichts vom Christbaum, dass der schon so nadelt. Und zwar haben wir ja von der Schwäbischen Funkelstube diese Aktion ausgerufen, dass wir in Advent einen gestrickten Adventskalender veröffentlichen. Und jeden Tag wird ein Muster gezogen und dann ein kleiner Abschnitt des Kauls gestrickt. Ja, ich habe da auch mitgestrickt, allerdings muss ich gestehen, ich bin dann am 12.12. ausgestiegen, also bei der Hälfte, weil mein Kaul dann schon so lang war, dass ich gesagt habe, das reicht, länger braucht man den nicht, sonst wird der nicht mehr tragbar. Und ursprünglich wollte ich dann einen zweiten noch stricken, aber da habe ich mir dann gedacht, nee, ich lasse es mal lieber, weil ich ja meine Weihnachtsgeschenke vorantreiben möchte und irgendwie hatte ich auch keine Lust mehr auf den Kaul, weil für mich, ich weiß nicht, ob ich den trage, ob ich den verschenke, ich weiß nicht, an wen ich den verschenke. Wenn, dann würde ich ihn vielleicht für den guten Zweck dann spenden, wenn ihn sonst keiner haben will. Mal gucken. Vielleicht stricke ich dann doch noch einen zweiten und spende den irgendwie für einen guten Zweck, aber da weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob der so tragbar ist. Das ist bei mir so das Problem. Er ist schön geworden, finde ich. Gefallen tut er mir gut. Und ich zeige ihn jetzt euch einfach mal. So, das ist jetzt meine Variante. Ich habe hier oben angefangen und ich werde den auch hier oben, das ist das schmälere Bündchen, das wird am Hals dann getragen. Also bei mir stehen die Muster quasi dann über Kopf, aber ich glaube, das ist echt wurscht bei den Mustern, wo jetzt da dabei sind. Und das war immer ein Tagesabschnitt und ich habe den mit so einer Kraus-Rechts-Reihe abgesetzt. Letztes Mal habe ich euch, glaube ich, das Bündchen gezeigt oder die Wolle gezeigt. Da war eigentlich nur geplant, dass ich das aus dieser Wolle hier stricke. Da habe ich auch am Anfang angefangen, aber durch das, dass die einfach gemustert ist, die ist zwar wunderschön, aber das Muster, diese Farbschattierungen, die fressen halt total die Muster auf. Das hat mir dann überhaupt nicht gefallen, deswegen habe ich hier noch eine Merino-Wolle dazu verwendet. Und das ist alles ungefähr 6-fach Sockenwolle von der Stärke. Geplant war 4-fach Sockenwolle. Da wäre es wahrscheinlich von der Länge her auch eher hingekommen. Aber ich finde, von der Weite her passt er gut. Der ist jetzt, sitzt hier ganz gut. Aber ich kann ja mal, vielleicht soll ich mal reinschlupfen. So. Ja, also das wäre so dieser Kaul. Also man kann den wirklich, ja, so und dann eine Jacke drüber. Ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem mache, ob ich ihn behalte, ob ich ihn verschenke. Und das überlege ich mir noch. Vielleicht frage ich mal so an Weihnachten in meiner Verwandtschaft, ob da jemand Bedarf dafür hat. Das ist jetzt hier eher lose, aber ich finde das ganz angenehm. Könnte man vorstellen, so zum Skifahren ist das ganz angenehm. So unter der Skijacke drinnen, da ist man hier schön und kann das dann zur Not auch mal hier so ein bisschen unter die Skibrille ziehen. Oder jetzt in Corona-Zeiten als Maskenersatz. Ja. Gut. Also das ist auf jeden Fall mein zweites fertiges Projekt. Jetzt habe ich Haare im Mund und eine, na gut, Frisur kann man das eh nicht nennen. Gut, also, ja. Und ja, wollt ihr eigentlich wissen, wie viel da Wolle und so immer reingewandert ist? Na, ich glaube nicht, oder? Also ich kann euch auch gar nicht sagen, was das für Wolle ist. Die 6-fach Sockenwolle habe ich geschenkt bekommen. Da ist keine Banderole dabei und die habe ich, das ist eine Rohwolle eigentlich zum Färben. Und das ist einfach eine reine Merino-Wolle, nicht super wasch. Und ja, Stärke ungefähr 6-fach Sockenwolle. Gut. Aber für die anderen brauche ich, glaube ich, jetzt schon. Ich bin mal kurz weg, dann könnt ihr meinen Christbaum in voller Pracht sehen. So, jetzt bin ich wieder da. Aber das habt ihr wahrscheinlich auch so gesehen. Ja, gut, dann, ja, wenn ich dann von Socken rede, sollte ich auch mal Socken zeigen. Also fertig geworden sind
die Socken für meinen Bruder. Die habe ich, glaube ich, am Anfang euch gesehen und gezeigt. Das ist der erste, da war ich das letzte Mal. Ich habe sie schön auf Sockenbretter gespannt. Und ja, das sind so einfache Stinos und ich habe hier das Bündchen eins rechts verschränkt, eins längs gestrickt. Einen Schaft, der jetzt nicht so lang ist, aber ich glaube, das passt schon. Eine Herzchenferse und eine Bandspitze. Und die Ringel sind immer drei Reihen. Und ansonsten gibt es da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Und da mein Bruder natürlich zwei Füße hat, kriegt er auch zwei Socken. Da sind beide fertig. Und sind nicht komplett gleich, weil diese grüne Wolle, die mustert ein bisschen, aber da habe ich jetzt nicht auf das abgewickelt, dass das genau die gleiche Musterfolge ist, sondern ich habe es einfach so genommen, wie es kommt. Ich finde, das stört ja auch überhaupt nicht. Gut, die Sockenwolle, die ich hier verwendet habe, das ist genau das Grüne, das ist von Wollbutt, eine Sockenwolle. Die ist von Comfort, heißt die. Auch so eine und das ist auch irgendeine, keine Ahnung, wo ich die gekauft habe. Sporty steht drauf, also eine relativ günstige Sockenwolle. Habe ich also in meinem Stash gefunden und ich finde, sie sind schön geworden. Gut, ich hoffe, dass sie gefallen. Gut, dann habe ich, ach, ich habe noch mal Socken fertig. Die hole ich dann nachher gleich noch. Die sind zwar schon verschenkt, aber ich habe sie noch extra irgendwo raus. So. Die nächsten Socken, die fertig sind, sind für den Freund meiner Tochter. Ich weiß gar nicht, ob der Socken überhaupt anzieht, aber es ist immer schwierig, dem irgendwie was zu schenken. Und ich dachte, ich probiere es mal und wenn nicht, dann kann er es ja immer noch irgendwo weiter zu verschenken. Ja, hier habe ich Wolle gekauft und zwar habe ich in Kempten ein neues Wollgeschäft entdeckt, das sehr versteckt ist und das auch im Internet nicht präsent ist, ehrlich gesagt. Also da verstehe ich die Besitzerin nicht ganz. Die war auch nicht ganz so meine Wellenlänge, ehrlich gesagt. Aber ja, sie war jetzt nicht unfreundlich und so. Und die Auswahl ist nicht schlecht. Also so Sockenwolle von Citron hat sie da. Die hat mich immer interessiert, diese Sockenwolle. Und da habe ich dann auch einen Knäuel mitgenommen. Und zwar Citron Trekking XXL. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr die Farbnummer. Aber wenn ihr auf meine Projektseite bei Ravelry guckt, da habe ich das alles drauf. Ja, und rausgekommen sind diese Socken. Ah, das ist so eine geringelte Sockenwolle. Ich habe hier, hier und hier einen Kontrast dran genommen. Das ist Schoppel Universal Garn. Da habe ich dann blöderweise ganz am Schluss, also als die Socken schon fertig waren und als ich die Wolle dann nochmal eingepflegt habe und genau angeschaut habe, habe ich gemerkt, dass diese und diese und diese Wolle nicht superwasch ist. Das heißt, diese Socken dürfen auf keinen Fall in die Waschmaschine ganz normal gewaschen, also maximal Handwäsche. Ja, ich hoffe, das klappt und sie waren nicht gleich beim ersten Mal total verfilzt. Normale Sockenwolle kann man ja auch ohne weiteres mal in die normale Wäsche geben. Gut. Naja. Deswegen habe ich es jetzt natürlich nicht mehr aufgetrennt. Gut, das Muster ist, so wie ich meiner Tochter auch Socken stricke, die seht ihr nachher, die sind noch nicht ganz fertig. Auf der einen Seite habt ihr vier rechts, eins links, da ist ein kleiner Fehler drin, aber dass man mal die Maschen runtergepotzelt. Und auf der anderen Seite seht ihr, da sieht man es jetzt schön, das sind die Skippies von der Annette. Und die habe ich einfach mit zwei Links immer unterbrochen. Also es sind drei solche Skippies und zwischendrin kommen dann die linken Maschen. Und das ergibt dann diesen Effekt. Ja. Und der bekommt natürlich auch noch einen zweiten Socken. Und der ist auch fertig. Schuhgröße habe ich jetzt mal so 41. Der hat relativ kleine Füße. Das ist ganz praktisch.
Oben habe ich ganz normales Rechts-Links-Bündchen, Herzchen, Ferse und Bandspitze. So, mein ganz normales Sockenrezept. Ja. Yeah. So, und jetzt hole ich noch das nächste Paar Socken, das fertig geworden ist. Und das war es dann mit fertigen Projekten. Und das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 fertige Projekte. Ich glaube, das gab es noch nie auf diesem Kanal. Gut. Ja, das letzte Paar Socken kennt ihr schon. Und zwar schon ziemlich lange. Das habe ich zum 1. September, glaube ich, angeschlagen. Ist mein vorletztes Projekt von Strick 6 in 2020. Und das ist die Nummer 9 aus dem Socksbook. Und das sind die hier. Da ist natürlich jetzt ein Loch, das man sieht. Und ich zeige es einfach so. Ja. Also das sind die, das zieht sich jetzt hier ziemlich auf dem Sockenbrett ein bisschen. Das sind solche Hahnentrittsocken, so habe ich es getauft. Ist ziemlich exakt nach der Anleitung aus diesem Socksbook gestrickt. Und da habe ich jetzt eben, tada, beide fertig. Die sind für meinen Freund, die hat er zum Nikolaus bekommen und dann wisst ihr auch, dass die zum 5. Dezember pünktlich fertig geworden sind und die gefallen ihm sehr gut und vor allem, was er gesagt hat, er sagt, diese Boomerang-Ferse, die taugt ihm viel mehr als die Käppchen-Ferse, die ich ihm sonst immer gestrickt habe. Naja, gut, weiß ich das jetzt auch, dann kriegt er halt jetzt immer solche Boomerang-Socken. Ich habe immer gedacht, das andere ist bequemer und ja. Er kommt auch ganz gut rein, also obwohl das, ich hoffe das jetzt nach dem Waschen, aber ich habe sie eigentlich schon mal gewaschen. Doch, er müsste da schon gut reinkommen und ja, passen auf jeden Fall sehr gut und gefallen auch sehr gut und durch das Colorwork sind sie natürlich auch noch etwas wärmer als normale Socken. Ja, so Colorwork Socken machen unglaublich großen Spaß, finde ich. Das Problem ist immer so ein bisschen die Passform, das hinzubekommen, weil die ja nicht so dehnbar sind wie jetzt diesen bisschen dehnbar. Es sind jetzt keine eingewebten Fäden drin, aber sie sind natürlich nicht so dehnbar wie jetzt normale Socken. Und ja, man muss halt immer gucken, dass der Träger dann noch mit dem Fuß durchkommt und dass es nicht zu eng wird, dass man sie aber auch nicht von Haus aus zu weit strickt, dass man zwar reinkommt, aber sie dann am Fuß rumschlabbern. Ja, das ist so ein bisschen die Kunst von Colorwork-Socken, sonst würde ich glaube von diesen Socken noch viel, viel mehr stricken, weil ich finde, das ist wirklich eine Art von Sockenstricken, die wirklich Spaß macht. Jo, also das ist dann mein 5. fertiges Projekt in dieser Folge. Yeah! Gut, so. Was habe ich jetzt noch auf den Nadeln? Ich zeige euch zunächst mal mein weiteres Adventsgestricke. Das ist jetzt gar nicht so spektakulär. Und ich glaube, ich habe jetzt noch mal was vergessen. Ah Mann, wo habe ich denn mein Hirn? Egal. Jetzt zeige ich euch erstmal diesen Socken hier. Und der kommt euch vielleicht vom Muster jetzt bekannt vor. Also hier habe ich auch 4 links, 4 rechts, 1 links Muster. Hier oben am Bündchen ganz rum, am Fuß unten noch glatt rechts. Und auf der anderen Seite diese unterbrochenen Skippies, auch wieder 3 Stück Skippies und mit 2 linken Maschen. Nochmal, das ist eben das Muster von der Annette. Annette Schleicher heißt sie. Findet ihr bei Reverie ein kostenloses Muster. Bei ihr sind die nur eben direkt aneinander und bei mir sind eben das unterbrochen mit diesen 2 linken Maschen. Ja, und die sind für meine Tochter, also die bekommt das gleiche Bauschema von den Socken, nur eben in einer anderen Farbwahl. Das ist die Opal Schafpatenwolle und das ist eine Tropsfabel, die braune. Da habe ich einen fertig und beim zweiten bin ich soweit. Ja, also kurz nach der Ferse und ja, der muss also noch fertig werden bis zum Weihnachten, zumindest bis zum ersten Weihnachtsfeiertag. Meine Tochter sehe ich dieses Jahr nicht an Weihnachten direkt, aber am ersten Weihnachtsfeiertag. Kinder werden einfach flügge, außerdem arbeitet sie im Gesundheitswesen und muss dieses Jahr an Heiligabend auch arbeiten. Gut, so, und jetzt verschwinde ich nochmal.
furchtbar, diese Folge. Vielleicht da habe ich jetzt kein Sockenbrett dabei. Das sind nochmal Socken. Die kennt ihr auch schon. Das sind die hier. Da war ich, glaube letztes Mal hier oben. Da hängt zumindest ein Marker drinnen. Ja, die sind für meine Cousine, die ich zwar an Weihnachten jetzt nicht sehe. Ich weiß es nicht, vielleicht, wenn ich es noch schaffe, schicke ich ihr die vor Weihnachten noch los, das Paket. Das wäre so mein Ziel. Vielleicht warte ich aber auch nach Weihnachten ab, dass man so alle Geschenke, was man an diesen Teil der Verwandtschaft schicken wollen, dass man das sammeln und in ein Paket geben und dann ihnen dann noch zuschicken. Man freut sich ja auch nach Weihnachten über Geschenke. Ja, die habe ich gestrickt aus einer Lana Grossa Meilenweitsocke mit Kaschmir in der Farbe und in der Farbe. Farbnummern sage ich jetzt, glaube ich, nicht. Vielleicht von der bunten, die Farbwolle ist, die Farbe ist die 108. Ja, und Kaschmir deswegen, weil meine Cousine recht empfindlich ist mit Wolle und ich hoffe, dass das jetzt weich genug ist für ihre zarten Füße. Ja, und die ist auch ziemlich krank dieses Jahr gewesen und kommt jetzt dann auf Reha vermutlich und dann kann sie die Socken vielleicht mitnehmen und anziehen und wenn es nicht, dann kann sie es ihrer Mutter weitergeben, meiner Tante quasi. Die werden bestimmt irgendwie Verwendung finden. Ja, und beim zweiten bin ich da auch schon ein ganzes Stück weit, ähnlich wie bei meiner Tochter, so nach der Ferse. Also ich muss noch zwei Füße stricken bis zum Donnerstag. Die möchte ich vielleicht heute fertig stricken. Dann überlege ich mir, ob ich das Paket morgen losschicke oder dann eben nach Weihnachten. Ja, mal gucken. Weiß nicht, wenn ich morgen ist Dienstag, bis Donnerstag wird das Paket, schätze ich, eh nicht ankommen. Oder vor Weihnachten? Kaum. Na, dann kann ich es eigentlich gleich nach Weihnachten losschicken. Dann ist eh schon wurscht. Jo, also auf jeden Fall, das ist auch noch ein paar Socken, das fertig werden muss. Und ja, und dann habe ich fast alle Weihnachtsgeschenke. Es steht noch eine Mütze aus für eine Freundin, aber die sehe ich erst ein ganzes Stück nach Weihnachten. Und dann tauschen wir da die Geschenke aus und da habe ich also dann noch ein bisschen Zeit, aber dann müsste ich alles haben. Und ja, so sind meine Weihnachtsstickereien dann vollendet. Ja, wollt ihr da noch irgendwie was wissen? Also ganz normales, hier habe ich zwei rechts, zwei Linksbündchen, Herzchen, Ferse, Bandspitze. Also immer so, ich stricke immer das gleiche Sockenrezept und ja, das habe ich inzwischen auch ganz gut im Kopf und ansonsten ganz normale Stinus. Das, die habe ich übrigens zweimal gestrickt, genau das wollte ich noch sagen. Ich wusste, irgendwas wollte ich noch sagen, weil nämlich ich habe das vom Muster her, schaue ich ja immer, dass die gleich sind und da habe ich mich vertan. Da habe ich dann schon den ganzen Schaft gestrickt, also ich war schon hier an der Ferse und habe das dann hingehalten und mir gedacht, oh nee, das passt nicht. Dann habe ich den Schaft nochmal aufgewickelt. Ich habe so überlegt, ja oder nein, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil im Endeffekt dieses Teil, das strickt sich in ja, nicht mal ganz eineinhalb Stunden, hat man das runtergestrickt und ja, und es schaut halt doch deutlich hübscher aus, wenn die gleich sind. Da habe ich halt so ein bisschen meinen inneren Monk, wie man so schön sagt, der da auf sowas guckt. Und auch wenn ich sonst alles andere als eine Perfektionistin bin. Aber bei Socken möchte ich das gerne. Jo, gut, was habe ich jetzt sonst noch gestrickt? Ihr werdet schon vermuten, nicht viel. Ja, einerseits ging es bei mir halt ziemlich drunter und drüber und dann ja, die Weihnachtsstickereien und ja, die letzten Schulwochen noch. Also es war halt immer viel los. Meine übliche Jammerei über zu wenig Strickzeit. Nein, das hat schon gepasst. Meine Temperaturdecke habe ich natürlich weiter gestrickt, habe ich jetzt nicht dabei. Das sieht man jetzt auch nicht so viel. Ich bin up to date, also ich stricke jetzt dann noch die letzten Tage und ich zeige sie euch dann, wenn sie dann fertig ist, das nächste Mal. Das heißt, ich mache noch ein bisschen Zusatz dran, aber das nächste Mal habe ich sie sicherlich im Programm. Und da sind dann zumindest alle Tage vom Jahr 1970 dann eingeflossen und gestrickt. Und es kommt dann nur noch ein Rand dazu.
Und ja, dann habe ich mir, irgendwann hatte ich die Schnauze voll von diesen Weihnachtsstrickereien, von Socken und wollte dann irgendwie an meinen anderen Projekten stricken. Zuerst habe ich mal ein Frustprojekt angeschlagen, eben wegen dieser Krankheit. Und ja, und wenn es mir nicht gut geht, habe ich immer zwei Methoden, damit es mir besser geht. Entweder ich gehe in die Berge, ist im Moment nur eingeschränkt möglich, war ich aber auch. Oder ich stricke irgendwie etwas Neues an, und zwar am besten etwas Großes. Ja, also mit so einem kleinen Projekt tut es da nicht, sondern ich muss irgendwas Großes anschlagen. Und ja, und dann habe ich so geguckt auf Ravelry, und da hat dann die Andrea Mori hat diesen wunderschönen Pullover rausgebracht, den Pink Fizz, der auch, glaube ich, inzwischen von ganz vielen gestrickt wird. Und ich habe mir gedacht, boah, der ist total toll. Der gefällt mir. Also so dieses Lace an der Seite, und ja, ich finde den wunderschön. Und dann habe ich mir gedacht, genau den möchte ich jetzt auch stricken. Und ich habe mir sogar gedacht, ich könnte eigentlich Wolle gebrauchen, verwenden, die ich im Stash habe. Ich tauche jetzt bloß so ein bisschen ab, wenn mir das alles gerade runtergepurzelt ist. Und zwar wird das normalerweise aus einem Faden Fingerring, also Sockenwollstärke, in einen Fadenfaser, einen Faden Mohair gestrickt. Das habe ich nicht so im Stash in dieser Lauflänge. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte das doch auch aus der Drops Puna stricken. Das müsste so von der Maschenprobe, die ich natürlich wieder mal nicht gemacht habe, hinkommen. Und ja, und davon hatte ich eine Pullovermenge im Schrank und habe dann angeschlagen. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Es ist unten so ein zweigeteiltes Bündchen, also der wird von unten nach oben gestrickt. Das ist so ein bisschen der Haken an der Sache, was ich ja nicht so gerne mache. Das ist jetzt das Bündchen für hinten. So ein bisschen ziehen. Und das Bündchen von vorne habe ich auch angeschlagen. Ja, das wird dann zusammengenommen und dann in Runden weitergestrickt. Und vielleicht habe ich noch irgendwo ein anderes Bild. Wo ich noch ein bisschen am Überlegen bin, die hat ja dieses wunderschöne Lesmuster. Das ist eigentlich auf beiden Seiten. Ich bin am Überlegen, ob ich es nur auf eine Seite mache, sodass es ein bisschen asymmetrischen Charakter gibt. Ja, da muss ich mir noch ein bisschen, das muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Ansonsten würde ich das, ich habe auch nicht so viel Positive Ease, wie es so schön heißt. Also Überweite habe ich ein bisschen was drinnen. Ich habe mich orientiert an meinem Uhuhu, an den er, vielleicht könnt ihr euch an den erinnern, den habe ich glaube vor 2 Jahren gestrickt. Und ich finde, der hat genau die richtige Größe. Und das finde ich immer so ganz gut, wenn man irgendwas strickt und man hat einen Pullover, der super passt. Und an den orientiert man sich dann. Und so mache ich das eben da auch. Ich halte es da einfach hin und dann sehe ich schon, wenn es ungefähr so diese Weite hat von dem Uhuru, dann passt der. Und wenn er nicht die Weite hat, dann muss ich irgendwie was ändern. Im schlimmsten Fall halt wieder ein Stückchen rippeln. Aber so das Bündchen auf jeden Fall, da habe ich schon gesehen, das passt ganz gut. Aber das Bündchen zieht sich ja zusammen. Was ganz spannend war, ist, dass die Andrea Mori einen German Twisted Cast-On verwendet, also einen deutschen gedrehten Anschlag. Ich weiß nicht, ob es da eine andere Übersetzung gibt. Ich kenne halt den ganz normalen deutschen Anschlag ohne Twist. Aber ich finde sowas immer ganz spannend. Früher habe ich immer gesagt, oh egal, ich mache so, wie ich es immer gemacht habe. Inzwischen finde ich das ganz interessant, weil man da neue Techniken kennenlernt, und ich probiere das dann auch gerne aus. Und das habe ich ausprobiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so der Anschlag zu den anderen Anschlägen so ein Unterschied ist. Aber es ist wirklich schön elastisch. Und ja, ich glaube, er ist unten ein bisschen fester. Wenn ich das jetzt so, das ist ja mein normaler Anschlag. Nein, ich glaube, er ist elastischer als der normale Anschlag.
Also es ist ein bisschen anders vom Aufnehmen, vom Faden her, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert. Wenn euch das interessiert, gibt es auch ein Video von ihr auf YouTube, wo sie das eben erklärt. Es ist zwar auf Englisch, aber man kann sich das ja abgucken. Ja, und da werde ich jetzt dann weiter strecken. Das ist so mein Projekt, das ich auf jeden Fall für nach Weihnachten dann geplant habe. Dann habe ich, wollte ich den Goldwing stricken. Ich habe mir dann auch Wolle dazu bestellt, weil wie gesagt, wenn es mir schlecht geht, muss ich was Neues anschlagen. Und ich habe es jetzt nicht hier und ich werde es auch wieder auftrennen. Den Goldwing ist von Jennifer Steinges. Ein wunderschöner Pullover und ich werde mir den auch definitiv stricken, mit hier oben mit so einem schönen Colorwork-Passé. Und ich habe dann gesehen, den haben welche aus der Drops Sky gestrickt und haben mir gedacht, ja, die ist gut bezahlbar, da bestellst du mal die Wolle, die wollte ich eh mal austesten. Ich habe dann auch angeschlagen schon, aber ich mag die Wolle nicht. Also ich mag die Wolle schon, aber ich finde für Colorwork, no. Da geht die nicht, weil die ist so, da mag ich eine Naturwolle haben und die ist irgendwo, die fühlt sich irgendwo da komisch an. Ich habe schon einen Plan, was ich aus der Wolle mache, aber definitiv nicht diesen Pullover. Da möchte ich, den möchte ich irgendwie aus, vielleicht aus Phenyl Rauma Petitou stricken, irgendwie aus einer etwas griffigeren Naturwolle und nicht aus so einer Wolle. Der schaut zwar toll aus auf dem Bild, aber also in diesem Sky, also ich habe auch exakt die gleiche Farbe genommen wie auf dem Bild. Die Farbwahl wurde mir auch gut gefallen, also braun und beige, aber nein, so, also die Wolle von der Haptik her finde ich für Colorwork taugt mir nicht. Ja, deswegen wird es wieder gerippelt und die Wolle für was anderes verwendet. Aber als ich da so dran gestrickt habe, habe ich mir gedacht, ich habe doch eigentlich auch so einen Colorwork Rundpassé Pullover noch auf den Nadeln. Und dann bin ich in den Keller, habe meinen UFO-Koffer herausgezogen und gekruschtelt und tatsächlich, was habe ich gefunden? Meinen Humulus, den ich, keine Ahnung, glaube letztes Jahr, glaube am 7. Oktober 2019 habe ich den angeschlagen und dann irgendwie gestrickt bis zum Bauchnabel und dann habe ich ihn weggelegt. Und da lag er jetzt und ja, das ist er. Und ihr seht, da habe ich ja die Rundpasse schon gestrickt. Also fehlt hier nur noch der Glattrechtsteil. Der ist relativ eng anliegend. Also Weihnachten kann ich nicht so viel essen. Ach Quatsch. Der geht vielleicht noch ein bisschen in die Weite. Und ja, und da habe ich jetzt ein kleines Stückchen was dran gestrickt. Hier seht ihr den Marker. Und bis darunter habe ich dann gestrickt. Das sind bloß ein paar Zentimeter, es war auch bloß so einen Restabend. Aber den möchte ich auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen fertig bekommen, weil das eben auch ein schönes Winterprojekt ist. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich den dann nicht mehr weiter stricken wollte, weil der dann, der ist doch recht dick, das ist aus, die Wolle ist Rowan Pure Wool Superwash Worsted, also wirklich richtig dick. Dicke Wolle, ich stricke den mit 4,5 Nadeln, soweit ich es im Kopf habe. Und ja, also mit diesem dicken Ding, da wird es halt dann auch ein sehr warmer Pullover. Und den braucht man eher im Winter und nicht dann in der Übergangszeit. Aber ich finde den so vom Muster her, finde ich ihn total toll. Und da passt mir auch die Wolle ganz gut. Es ist jetzt auch super wasch zwar, aber es ist irgendwo trotzdem, fühlt sie sich doch deutlich wolliger an als diese komische Sky-Wolle da. Nein, die ist nicht komisch. Die ist auch super weich und so. Und für andere Techniken ist sie bestimmt toll, aber für mich eben nicht, für Colorwork. Ja, gut. Also das wird auf jeden Fall auch demnächst noch weiter gestrickt. Und das werdet ihr auch noch hoffentlich in den nächsten Folgen dann wachsen sehen. Aber ihr wisst ja auch, meine Pläne sind dazu da, dass sie dann regelmäßig wieder über den Haufen geworfen werden. Ja, und dann habe ich noch an was weiter gestrickt. Weil so ein Tuch sollte man ja auch immer weiter stricken. Und dann habe ich mich
kein neues Tuch angefangen. Nein, ich habe mich erinnert, ich könnte ja eigentlich meinen Colding mal ein bisschen vorantreiben, weil das sind jetzt so viele schöne Coldings fertig geworden und das ist ein Tuch, das ich jetzt definitiv auch endlich fertig haben möchte. Das ist der Stand der Dinge und ihr seht, ich bin jetzt da gerade hier an dem Punkt, da geht, also hier ist dieser Punkt, da geht es dieses Rechts-Links-Muster, wird durch ein Patentmuster so nach und nach ersetzt. Man sieht ja eigentlich nur Löcher, aber ja, ihr glaubt mir, das ist jetzt hier zwischendrin Patent. Das ist rechts-links und hier unten ist glatt. Und ich habe weniger Maschen angeschlagen als in der Anleitung, 10 Maschen weniger, weil ich kein so Riesenteil haben wollte. Die Wolle ist auch relativ dünn bei mir. Und ich weiß, jeder strickt den größer als in der Anleitung, ich stricke den kleiner. Ich schau mal. Ich denke aber, dass der von der Größe hier mir ausreicht. Ich bin ja auch kein Riese und ich will keine Decke, sondern ich will tatsächlich einen Schal, den man sich so einmal schön rumwickelt und dann unter der Jacke tragen kann. Gut, die Wolle, die ich verwende, ist von Ito, die Ito Sensei. Die ist super weich und total angenehm. In der Farbe Karamell. Und das andere ist die hier. Das ist die Ito Kino in der Farbe Kamel. Ja, also ein karamelliges Kamel. Und die zwei ergeben dann die Schattierung in meinem Pullover. Ich hätte es gerne mehr so in einem Senfgelb gehabt, aber wie gesagt, wenn man Wolle dann im Internet bestellt, dann verfälschen die Farben halt doch. Aber ich bin inzwischen mit dieser Farbwahl sehr glücklich. Ich finde, das ist eine sehr, sehr zeitlose Farbe und ich denke, dass ich das Tuch dann auch viele, viele Jahre gerne tragen werde. So. Also auch, ich weiß auch nicht, wo ich das letzte Mal war. Ich habe das mal in der Schule so als Mittagspausenprojekt dabei gehabt. Ich glaube, letztes Mal war ich irgendwo am Anfang hier unten. Also es ist schon ein ganz schönes Stück passiert. Und ja, gut. So, das war es eigentlich, was ich gestrickt habe in den letzten Wochen. Ja, wie schaut es denn bei euch aus mit Weihnachtscast-On? Ich weiß, ich habe genügend auf den Nadeln. Warum braucht die Frau dann noch einen Weihnachtscast-On? Ganz einfach, weil ich das immer mache. Also ich mache das jetzt schon mehrere Jahre und ich habe festgestellt, meinen Weihnachtscast-On, das ist immer ein Projekt, das ich relativ gut und schnell fertig bekomme, egal was es war. Dieses Jahr möchte ich als Weihnachtscast-On kein großes Projekt starten, sondern ein kleines, aber sehr feines Projekt. Und zwar möchte ich den Zwergenaufstand stricken. Das sind Socken von Ducati. Anleitung habe ich jetzt leider nicht hier, aber ihr könnt ja mal googeln. Das sind zauberhafte Colorwork-Socken mit All-Over-Colorwork und unten an der Ferse, wie bei Ducati oft so üblich, da hat die ja so einen kleinen Special-Effekt und da ist ein Zwerg versteckt. Und die finde ich total süß und die möchte ich auf jeden Fall für mich stricken. Ich weiß noch nicht aus welcher Wolle. Eigentlich habe ich gedacht aus dieser Wolle. Aber es ist die nicht super wasch, ich weiß es nicht. Ja, da muss ich mal gucken. Wobei, ich weiß ja dann, wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wie ich die Socken waschen muss. Keine Ahnung. Vielleicht nehme ich die doch her. Und ja, ansonsten schaue ich mal, was ich sonst noch an Wolle habe. Ich hätte auch noch knallrot eine Wolle. Dann weiß ich aber nicht, ob man die von der Lauflänge reicht. Mal gucken. Ansonsten könnte ich ja auch noch Wolle kaufen. Aber gut, nee, bis Weihnachten wird es dann schon etwas knapp, wenn ich die jetzt bestelle. Also es muss schon etwas sein, was ich im Stash habe. Naja, soweit, so gut. Das ist auf jeden Fall mein Plan. Und ansonsten habe ich fürs nächste Jahr noch keine ausgefeilten Pläne, was ich stricke. Ich möchte die Projekte, die ich euch jetzt gezeigt habe, fertig stricken. Ich möchte vielleicht eher weniger Projekte gleichzeitig stricken. Das nehme ich mir aber immer wieder mal vor und werfe es dann wieder über den Haufen. Mal gucken. Ja, damit wären wir schon am Ende dieser Folge. Aber ihr wisst, es gibt ja noch eine Verlosung. Und ja, also die Verlosung anlässlich meiner 3000 Abonnenten. Und ihr könnt Folgendes gewinnen. Ihr könnt gewinnen diese Projekttasche
von mir handgenäht, wie immer perfekt, unperfekt. Also ich bin keine perfekte Näherin, aber hat einen Reißverschluss, der funktioniert, hat innen einen schönen Futterstoff und da passt auf jeden Fall ordentlich was rein. Also mindestens ein Schal, wenn nicht sogar ein Pullover. Vielleicht nicht mit der kompletten Wolle, aber zumindest mit Teilen davon. Und dazu gibt es auch Wolle zu gewinnen, und zwar eine Wollmeise. Und zwar die Wollmeise Xaver mit der Intensität Mittel. Das ist eine Wollmeise Twin, das heißt, man kann daraus Socken stricken, man kann aber auch irgendwas anderes draus stricken. Also diese zwei Dinge gibt es zum Gewinnen. Was müsst ihr damit dafür tun? Ihr kommentiert einfach hier unter dem Video. Und ich würde gerne wissen, macht ihr einen Weihnachtscast on? Ja, nein. Und wenn ja, was ist euer diesjähriger Plan? Ja, also es ist mir nicht völlig wurscht, mich interessiert es einfach. Aber es hat unabhängig, also es hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance, ob ihr, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht keinen Weihnachtscast on, dann reicht mir das auch. Wenn er einen macht und da so ein bisschen ein, zwei Sätze dazu sagt, würde mich das freuen. Und ja, und von all diesen, Kommentaren lose ich dann eine Gewinnerin, einen Gewinner aus. Einsendeschluss für die Kommentare, ich mache das jetzt einfach so, dass ich das in diesem Jahr auslaufen lasse, ist der 31.12. um 12 Uhr, also um Mitternacht, 0 Uhr, so muss man sagen. Ja, also alles, was dieses Jahr noch kommt, ist im Lostopf und ich werde da dann am 1.1. auslosen und ich glaube nicht, dass ich vorher noch ein Video mache, aber im neuen Jahr mache ich dann auf jeden Fall recht schnell ein Video und dann seht ihr auch, wer das gewonnen hat. Ja, also diesen Strang und diese Tasche. Jo, und damit bin ich jetzt tatsächlich am Ende dieser Folge. Ich wünsche euch allen ganz, ganz schöne Weihnachten. Feiert mit euren Lieben, vielleicht in eingeschenkter Runde, aber denkt an, wenn man an sich denkt, denke ich es auch schon. Ja, schön und macht euch einfach schön über die Weihnachtsfeiertage und wenn es dieses Jahr anders ist, versucht einfach das Beste draus zu machen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn es mal etwas ruhiger zugeht und man sich etwas mehr auf sich und auf die Kernfamilie besinnen kann und nicht von einem zum anderen springt und die Zeiten werden wieder anders, dass man sich gegenseitig besuchen kann und dann, ja, dann sieht man sich wieder und freut sich vielleicht dann umso mehr. Ich kann auch nur einen Teil meiner Verwandtschaft besuchen, aber an die anderen denke ich einfach und versuche zu telefonieren und irgendwie anderweitig in Kontakt zu treten. Kommt gut ins neue Jahr, auch das wird dieses Jahr anders, ruhiger. Ich bin jetzt niemand, der total gegen Feuerwerk ist, aber ich muss es auch nicht unbedingt haben. Bei uns ist es eh das zweite, dritte Jahr dermaßen neblig, dass man von den Raketen, die man unten hochschießt, oben nichts mehr sieht. Und von dem her kann ich auch gut drauf verzichten und ja, wir werden es uns gemütlich machen. Also macht es gut, klappert fleißig mit den Nadeln, lasst keine Maschen fallen, bleibt gesund und wir sehen uns in 2021. Bis dann, 40, eure Jenny.